Ja, liebe Studierende, wir wollen heute zu einer elektrotechnischen Anwendung kommen. Und zwar wollen wir verschiedene Einschaltvorgänge an einem RC-Glied betrachten. Also wir betrachten folgende Schaltung. Wir haben hier eine Spannungsquelle U von T, die eben unterschiedliche Formen haben soll. So. Und die werden auf ein RC-Glied gegeben. Also Widerstand R, Kapazität C des Kondensators. Und im Zeitpunkt 0 soll dieser Schalter umgelegt werden. Ganz allgemein haben wir hier jetzt ein UR und ein UC und der Strom kann erst ab dem Zeitpunkt 0 quasi fließen. Ohmsches Gesetz wissen wir, Spannung und Widerstand ist proportional zum Strom, also R mal I, das wäre Ohmsches Gesetz. Was haben wir beim Kondensator? Die Spannung am Kondensator ist die Ladung Q von T durch C. Das ist also die Kondensatorgrundgleichung. So. Und nach dem Schließen des Schalters, also für T größer 0, gilt auf alle Fälle, dass die Gesamtspannung gleich Summe der Teilspannungen ist, oder wenn man eben einsetzt R von mal I, Ohmsches Gesetz, plus Q von T durch C. Und wir wollen diese Situation jetzt für verschiedene angelegte Spannungen untersuchen. Ja, jetzt haben wir zum Zweiten den Zusammenhang. Der Strom ist ja definiert als Ladung pro Zeit, also dQ nach dt. Wenn wir jetzt diese Gleichung mal Laplace transformieren, dann haben wir I von S, differenzieren im Zeitbereich, heißt mal S im Bildbereich, also S mal Q von S minus der Ladung im Zeitpunkt 0. Und da wollen wir annehmen, dass der Kondensator zu Beginn ungeladen sei. Also Kondensator ungeladen im Zeitpunkt 0. So, jetzt Gleichung 1, Gleichung 2. Was gibt die Gleichung 1 Laplace transformiert, U von S ist R mal I von S plus 1 durch C mal Q von S. Und jetzt sehen wir schon, wir können das Q von S jetzt eliminieren. Wir können jetzt hier gewinnen, Q von S ist 1 durch S mal I von S. Anders im Zeitbereich lautet diese Gleichung ja Q von T ist das Integral I d'dt' von 0 bis T, wenn man jetzt als Anfangsladung 0 voraussetzt. Also integrieren im Zeitbereich heißt Division durch S im Bildbereich. Nicht? Das ist ja gerade die Umkehrung. Also Integration im Zeitbereich ist Division durch S im Bildbereich. Hoppla. Ja, jetzt setzen wir das Q von S in die erste Gleichung ein. Dann haben wir
Also Q von S, I von S durch S in 1 einsetzen. Dann haben wir U von S ist R mal I von S plus 1 durch C mal I von S durch S. Können wir das I von S rausheben, dann haben wir da R plus 1 durch C mal S. Jetzt ist das so etwas Ähnliches wie das Ohmsche Gesetz und Anführungszeichen im Bildbereich. Das ist gerade die Impedanz Z von S. Jetzt in der Elektrotechnik würde man S dann durch J Omega ersetzen, dann wäre das gerade R plus 1 durch J Omega C. Das wäre also die Impedanz Z von J Omega. Ja, und ganz allgemein jetzt ist I von S dann, je nach Spannung, die wir verwenden, U von S durch R plus 1 durch C mal S. Also das wäre unser Zusammenhang im Bildbereich. Man könnte das ganz allgemein so betrachten. Wir haben als Input U von S und als Output haben wir I von S. Und die Übertragungsfunktion, die man üblicherweise F von S oder G von S nennt, ist dann Output durch Input. Der Output wäre jetzt quasi der Strom, den wir wissen wollen, und der Input ist die Spannung, die wir auf das System aufschalten. Und diese Übertragungsfunktion bei uns von diesem RC-Glied oder G von S wäre jetzt 1 durch R plus 1 durch C mal S. Das wäre jetzt in dem Fall die Übertragungsfunktion. So, jetzt wollen wir für verschiedene Spannungsformen den Stromverlauf und dann auch Spannungsverlauf am Kondensator uns überlegen. Also der erste Fall wäre jetzt Einschalten einer Gleichspannung. Also wir betrachten jetzt den Fall dass die Spannung auf einem Wert U-Spitze da springt und dann gleich bleibt. Also U von D wäre U-Spitze mal Heaviside-Funktion Phi von D. Was kriegen wir daraus dann für die Laplace-Transformierte? U von S ist dann U-Spitze durch S. Und wir bekommen sofort für den Strom I von S 1 durch R plus 1 durch C mal S mal U Spitze durch S. Wir haben ja da U von S durch R plus 1 durch C S. Können wir das S hinein multiplizieren, dann hätten wir da U Spitze durch R mal S plus 1 durch C. Jetzt heben wir das R noch raus, dann haben wir I von S ist U Spitze durch R S plus 1 durch R mal C. Man hat jetzt da zum Beispiel die sogenannte kapazitive Zeitkonstante
Und wir können jetzt da sofort die Korrespondenz verwenden, die wir schon kennengelernt haben. Wir haben e hoch minus at korrespondiert mit 1 durch s plus a. Wir sehen also, das a hat die Rolle 1 durch rc. Und wir bekommen damit als Strom inverse Laplace-Transformation U-Spitze durch R mal E hoch minus D durch RC. Also der Ladestrom ist exponentiell abfallend. Zeichnen wir den da dazu ein. Also da haben wir irgendwo U-Spitze durch R. Das wäre der Strom im Zeitpunkt 0 und dann fällt er exponentiell ab. Also das wäre I von t. Das Grüne war U von t. Jetzt ist noch die Frage, wie ändert sich die Spannung am Kondensator? Also was haben wir da? UC von t ist die Gesamtspannung U von t minus UR von t. Und das UR ist aber nach dem Ohmschen Gesetz R mal I. Dann können wir einsetzen, U Spitze mal Heaviside-Funktion minus R kürzt sich, U Spitze mal E hoch minus D durch RC. Das heißt, das wäre jetzt U Spitze. Jetzt setzen wir für Phi von t 1 ein, dann haben wir 1 minus e hoch minus d durch rc. Also das wäre die Spannung am Kondensator. Er lädt sich also auf die Spannung U Spitze auf. Und wie schaut das aus? Zeichnen wir das hier mit blau ein, dann wäre die Kondensatorspannung entsprechend so geformt. Also das wäre das UC von T. Das wäre jetzt der erste Fall. Einschalten einer Gleichspannung. Jetzt wollen wir als nächstes zweitens Einschalten einer Wechselspannung uns anschauen. Einer Wechselspannung. Und zwar, alles was sich ändert, ist quasi das Eingangssignal. Wir betrachten jetzt fürs U von t U Spitze Sinus Omega t für t größer 0. Also wir schalten einen Sinus ein. Zuerst nichts und dann ist das die Spannung U von t. Ja, da wissen wir, die Laplace-Transformierte vom Sinus haben wir schon kennengelernt. Da können wir also sofort sagen, U von S ist U Spitze mal Omega durch S Quadrat plus Omega Quadrat. Und jetzt können wir ins I von S einsetzen. I von S war ja 1 durch R plus 1 durch S mal C mal U von S. Dann haben wir jetzt hier U Spitze mal Omega dividiert durch R plus 1 durch S mal C und dann S Quadrat plus Omega Quadrat. Jetzt formen wir das noch ein bisschen um. Also jetzt können wir sagen, das erweitern wir im Zähler und Nenner mit S und mit C, also wir multiplizieren Zähler und Nenner, erweitern mit S mal C, dann haben wir U Spitze Omega mal S mal C dividiert durch 1 plus S mal R mal C mal S Quadrat plus Omega Quadrat. So, dann bringen wir vielleicht noch die Standardstruktur für die Polstellen her. Jetzt müssen wir echt nur durch R dividieren, es nutzt nichts. Dann haben wir
Also jetzt dividieren wir nochmal durch RCE, dann haben wir U Spitze Omega S mal 1 durch R dividiert durch S plus 1 durch RC. Und da haben wir dann S Quadrat plus Omega Quadrat. Was sind jetzt hier die Polstellen von I von S? Wenn wir das jetzt einmal aufzeichnen in der S-Ebene, also da Realteil von S, da I Imaginärteil von S, da haben wir jetzt einmal die Polstelle minus 1 durch RC und dann haben wir zwei konjugierkomplexe Pole bei I Omega und bei minus I Omega. Also wenn S gleich I Omega oder minus I Omega ist, dann wird der Nenner 0. Ja, jetzt wir lösen das jetzt mit Partialbruchansatz. Also wir wollen die Struktur uns überlegen, was hätten wir jetzt da? Und den Rest lassen wir dann das MATLAB machen. Also nur, dass wir auf die Struktur der Lösung kommen. Wir können also jetzt das I von S in einen Partialbruch zerlegen, und zwar mit U-Spitze mal Omega durch R als Vorfaktor. Und dann hätten wir irgendeinen Term A durch S plus 1 durch AC plus einen Term B mal S plus ja, C ist jetzt schlecht, nimm ich D, weil wir C schon für die Kapazität haben, durch S Quadrat plus Omega Quadrat. Ja, jetzt wollen wir das frisch noch rechnen. Bringen wir es wieder auf gemeinsamen Nenner, dann haben wir U Spitze Omega durch R und unten haben wir jetzt S plus 1 durch RC, S Quadrat plus Omega Quadrat, dann haben wir A S Quadrat plus Omega Quadrat plus BS plus D mal S plus 1 durch RC. Jetzt müssen wir wieder die beiden Zähler gleichsetzen. Also wenn wir jetzt schauen, jetzt muss dann dieser Zähler da das gleiche ergeben wie das S. Also was haben wir jetzt da für eine Gleichung? S ist gleich. Und dann multiplizieren wir das gleich aus. Dann haben wir A S Quadrat plus A Omega Quadrat plus BS Quadrat plus BS mal 1 durch RC plus DS plus D mal 1 durch RC. Koeffizientenvergleich starten wir mit S Quadrat. 0 ist gleich A plus B. Das heißt, wir haben schon einmal B ist gleich minus A. Dann, nächste Potenz wäre S hoch 1. Da haben wir 1 ist gleich der Term, also B mal 1 durch RC. Und dann haben wir noch plus D. Dann dritter Fall, das wären die Konstantenterme, also Konstant oder S hoch 0. Was haben wir da? Links haben wir nichts, dann haben wir A mal Omega Quadrat plus D mal 1 durch RC. Jetzt wissen wir quasi,
Hoppla. Das b minus a ist, jetzt bringen wir es also alles aufs a. Dann haben wir also da, also minus a mal 1 durch ac plus d. Also was kriegen wir da fürs d? 1 plus a durch rc. Dann setzen wir das in die dritte Gleichung da ein. Dann haben wir hier a mal Omega Quadrat plus d. Also da muss ich jetzt das d gleich einsetzen. Dann haben wir 1 plus a durch rc mal 1 durch rc. So. Und aus der Gleichung kriegen wir jetzt das a heraus, was jetzt nicht sehr attraktiv ist zum Umrechnen, aber wollen wir es trotzdem tun. Minus 1 durch rc ist jetzt dann a mal Omega Quadrat plus 1 durch rc in Klammer zum Quadrat. Und damit haben wir dann das a erledigt. A ist dann also minus 1 durch rc mal 1 durch Omega Quadrat plus 1 durch rc Quadrat. So, jetzt hätten wir das a, dann kriegen wir da das d raus und da hätten wir das b. Jetzt mir ist wichtig, dass man sieht, was ist die Struktur der Lösung. Also wenn wir jetzt da nochmal auf die Struktur der Lösung gehen, dann kann man dieses Polstellendiagramm betrachten und dann weiß man sofort, wie die Lösung ausschaut. Weil wenn wir diese Gleichung hier mit Inverse Laplace rücktransformieren, dann bekommen wir einen Strom I von t. Der Vorfaktor bleibt U Spitze Omega durch R. Dann der erste Term mit dem Koeffizienten a gibt a mal e hoch minus d durch rc, haben wir heute schon gehabt beim Einschaltvorgang oben. Dann kriegen wir einen Term mit b mal Cosinus Omega d. Und der letzte Term wäre dann plus d durch Omega Sinus Omega d. Also das wäre dann die Lösung von Strom. Jetzt wenn wir das uns nochmal anschauen, dann sieht man, dass quasi, wenn d immer größer wird, dann klingt dieser e hoch minus Term ab. Also der geht gegen 0 für d gegen unendlich. Das ist praktisch die homogene Lösung der Differentialgleichung. Also wenn man es im Zeitbereich lösen würde, dann ist das gerade die homogene Lösung. Und was dann übrig bleibt, ist eine periodische Schwingung mit Cosinus und Sinus und die hat dann eben eine bestimmte Phasenverschiebung gegenüber der Spannung. Also die partikuläre Lösung ist quasi der hintere Teil da. So, jetzt wollen wir noch als letzten Fall betrachten, wenn wir einen einzigen Spannungsimpuls einschalten. Also drittens, einschalten, Spannungsimpuls der Dauer groß D. Also, wir haben jetzt da im Zeitpunkt 0 springt er rauf und im Zeitpunkt D geht er wieder runter und die Höhe nehmen wir wieder U-Spitze. Wir können also jetzt sagen, U von D, also klein U muss ich schreiben, Entschuldigung, wäre jetzt U-Spitze mal Heaviside minus U-Spitze mal Heaviside von D minus groß D. Warum?
Schaut, der erste Teil da. Wäre das Einschalten. Und der zweite Teil minus wäre jetzt quasi im Zeitpunkt groß D, gleiche Amplitude, aber mit minus. Und wenn man diese beiden addiert, kommt gerade die grüne Spannung da heraus. Ja, bilden wir die Laplace-Transformierte. Dann haben wir U von S ist U Spitze durch S. Und jetzt haben wir gelernt bei einer Zeitverschiebung im Zeitbereich, dass ein Term E hoch minus S mal T hinzukommt. Also Zeitverschiebung im Zeitbereich um groß T, dann heißt es für die Laplace-Transformierte mal E hoch minus ST. So, jetzt haben wir da U-Spitze durch S, können wir noch rausheben. Dann haben wir U-Spitze durch S, 1 minus E hoch minus ST. Was bekommen wir jetzt damit dann für einen Strom? Immer noch das gleiche, I von S war 1 durch R plus 1 durch S mal C mal U von S. Quasi das Ohmsche Gesetz im Bildbereich, unter Anführungszeichen. Dann können wir einsetzen, das wäre jetzt 1 durch R plus 1 durch SC U Spitze durch S. 1 minus E hoch minus ST. Das U-Spitze können wir nach vorne nehmen. Das S multiplizieren wir rein. Und das R heben wir auch noch raus. Dann haben wir U-Spitze durch R. Und dann bleibt uns 1 durch S plus 1 durch RC. Mal 1 minus E hoch minus ST. Jetzt wissen wir aber, dass der vordere Teil da, also wenn wir es jetzt nochmal zerlegen, in 1 durch S plus 1 durch RC minus 1 durch S plus 1 durch RC mal E hoch minus ST, dann wissen wir, dass der vordere Teil bei inverser Laplace-Transformation wieder in E hoch minus T durch RC übergeht. Und der zweite Term schaut ja vorn genau gleich aus, aber hat im Bildbereich diesen Faktor E hoch minus ST. Das heißt, das ist jetzt nichts anderes, invers Laplace transformiert, als wie E hoch minus T minus groß T durch RC. Aber jetzt, Vorsicht, wird erst eingeschaltet bei groß T. Deshalb muss ich da die Heaviside-Funktion mitnehmen. Weil eigentlich müsste man da ja auch das Phi von T hinschreiben. So, damit haben wir jetzt als Lösung für den Strom gefunden, also I von T ist jetzt U Spitze durch R und dann haben wir quasi als ersten Term E hoch minus T durch RC mal Phi von T minus E hoch minus T durch RC mal Phi von T minus groß T. Wie schaut das jetzt aus, wenn wir das zeichnen? Also, Zeitachse, die Spannung schaut so aus. So,
Da haben wir O-Spitze, Zeit 0, Zeit groß T. Jetzt der Strom springt drauf auf U-Spitze durch R. Das kennen wir ja vom Einschalten einer Gleichspannung schon. Dann exponentielles Abfallen. Und jetzt im Zeitpunkt groß T kommt der Minusterm da hinzu. Das heißt, dann entlädt sich der Kondensator wieder und der Strom wird so ausschauen. Wie wird es mit der Kondensatorspannung sein? Die Kondensatorspannung wird sich also aufladen, aber dann ist er noch nicht ganz fertig, dann erfolgt schon wieder die Entladung. Also so schaut die Kondensatorspannung dazu aus. So, jetzt wollen wir noch mit Hilfe von MATLAB diese Geschichte uns zeichnen lassen. Also wir wechseln mal zu MATLAB und beginnen mit Einschaltvorgänge. Also Einschaltvorgänge an RC-Glied. Und zunächst die Gleichspannung. Wir nehmen als Parameter jetzt einmal einfach überall 1 an, also R gleich 1, C gleich 1, U-Spitze soll auch gleich 1 sein. Und als symbolische Variablen haben wir jetzt U von T, also Gesamtspannung, die wir immer ändern, dann I von T, dann die Zeit selber, dann haben wir U von S, I von S und UC von T wollen wir auch mitnehmen. So, da haben wir die Funktionen alle und jetzt können wir mit der ersten beginnen. Also U von T ist gleich U Spitze mal Heaviside von T. Dann können wir das Laplace transformieren, dann bekommen wir das U von S, ist also Laplace U von T von Zeitbereich in den Bildbereich. Dann bekommen wir das I von S, wie wir es schon behandelt haben, also das wäre jetzt das Ohmsche Gesetz und Anführungszeichen im Bildbereich, indem wir hier durch die Laplace-Transformierte der Impedanz dividieren. Das wäre also U von S durch R plus 1 dividiert durch C mal S. So, dann haben wir das I von S und den Strom kriegen wir dann mit Inverse Laplace. Von I von S, S bei Strich D und das UC von D ist dann die Gesamtspannung U von D minus R mal I von D. Dann wollen wir das zeichnen, F-Plot. Ja, was zeichnen wir? U von T, dann I von T und UC von T. Dann zeichnen wir es in einem Bereich, sagen wir, von minus 1 bis
5. Dann ergänzen wir eine Legende, und zwar U von D, I von D, und UC von T. Dann die Hochkammer. So. Okay. Und dann setzen wir noch als Y-Limit, sagen wir, 0 bis 1,2, wenn wir die Parameter so gewählt haben. Jetzt lassen wir das einmal zeichnen. Dann sollten wir jetzt da schon diesen Aufladevorgang des Kondensators sehen können und auch natürlich die Lösung dazu. MATLAB kann ja die Laplace-Transformation selber ausrechnen. Wir sehen, I von D ist E hoch minus D. Dann haben wir das UC von D. Und jetzt schauen wir mal, wie das ausschaut. Wir werden jetzt ein Problem haben für D kleiner 0. Da müssen wir noch ein bisschen tricksen. Jetzt schauen wir uns das gerade an. Ja, genau, weil eben für D kleiner 0 ist das I von D nach wie vor E hoch minus D. Deshalb müssen wir da mit der Heaviside-Funktion multiplizieren. Also mal Heaviside. Von T. Weil der Strom natürlich auch erst im Zeitpunkt 0 anspringen kann. So, starten wir es nochmal. Dann müsste es jetzt passen vom Verlauf her. Und dann braucht man im Grunde genommen das nur noch kopieren und das U von T ändern. Das ist alles, was wir tun müssen, um diese drei Fälle, die wir jetzt in der Vorlesung besprochen haben, zu erhalten. So, jetzt hat er es wieder nicht laufen lassen. Moment. So, jetzt ist er dabei. Schauen wir es uns nochmal an. Dann kopieren wir es uns und bauen das U von T um. Das ist alles, was wir tun müssen. Ja, also Strom ist jetzt hoffentlich richtig. Muss also auch von 0 weg hinaufspringen. Jawohl. So, dann kopieren wir uns das. Dann haben wir als zweiten Fall, machen wir vielleicht eine Unterbrechung der Section und dann nehmen wir da jetzt die Wechselspannung her. Also Wechselspannung. Und da brauchen wir jetzt ein Omega gleich 1. Und die Funktion schaut jetzt aus, U-Spitze ist jetzt Sinus von Omega mal T. Alles andere bleibt gleich. Also jetzt können wir die Sektion laufen lassen. Dann schauen wir uns an. Ja, jetzt werden wir dann das Limit noch ins Negative verändern müssen und vielleicht den Zeitbereich vergrößern. Aber schauen wir uns jetzt da einmal die Lösung an. Also wir müssen einen exponentiell abfallenden Term bekommen, steht schon da. Und einmal Sinus und Cosinus. Genau. Gut, dann ändern wir das vielleicht noch gleich ab. Geben wir da einen größeren Zeitbereich. Weil da haben wir jetzt quasi nur so eine Halbwelle. Gehen wir da auf 30 und da beim Y-Limit minus 1,2 bis plus 1,2. Okay. Dann lassen wir das jetzt dann gleich nochmal laufen. So, das kopieren wir wieder. Steuerung C, neue Section. Steuerung V. Und jetzt der dritte Fall war also, dass wir nicht eine Wechselspannung gehabt haben, sondern einen Spannungspuls.
Spannungspuls der Dauer groß T. Und jetzt setzen wir das groß T, sagen wir 5. So, genau, und jetzt messen wir da US mal Klammer Heaviside von T minus Heaviside von T minus groß D. So, dann wollen wir den Zeitbereich da noch vielleicht bis 10 laufen lassen. Das andere lassen wir so, wie es ist. Jetzt lassen wir frisch die ganze MATLAB-Geschichte nochmal laufen. Da müsste man jetzt quasi den Wechselspannungsfall und auch diesen Spannungsimpuls besser sehen. Aber wir sehen, wir können hier jetzt im Grunde genommen für ein beliebiges Eingangssignal können wir das Ausgangssignal, was jetzt bei uns der Strom und auch die Kondensatorspannung wäre, berechnen. Und das ist der Vorteil dieser Laplace-Transformation. Jetzt wollen wir uns das gerade noch grafisch anschauen. Also was hätten wir jetzt da? Also da wäre jetzt U von T, I von T und UC von T. Und das war der Einschaltvorgang der Gleichspannung. Wie schaut es jetzt bei der Wechselspannung aus? Wir sehen also hier, der Strom steigt an. Die erste Schwingung vom Strom, das wäre die rote Kurve, ist jetzt nicht so hoch, die Amplitude, aber dann ist sie relativ stabil, weil dann die homogene Lösung abgeklungen ist. Und man sieht auch, der Strom ist gegenüber der Spannung vorauseilend. Das ist eben aufgrund des Kondensators der Fall. Das ist jetzt noch der dritte Fall, den wir ja im Prinzip schon skizziert haben. Das blaue wäre der Rechteckimpuls, die Spannung, dann der Einschaltstrom zuerst in positiver Richtung, der Ausschaltstrom in negativer Richtung und die Kondensatorspannung wäre da das Gelbe, steigt an und fällt dann wieder ab. Ich danke für die Aufmerksamkeit.